Es gibt nichts, was für die Zukunft dieses Imperiums von größerer Bedeutung wäre. Captain Rex, Commander Wolf und ja, auch Ventress ist zurückgekehrt. Wir können es kaum glauben. Star Wars The Bad Batch geht in die dritte und finale Runde. Warum uns Teile des Trailers erfreuen, aber auch beunruhigen, das erfahrt ihr in unserer heutigen Besprechung. Und das natürlich extra für euch. Wenn ihr keine weiteren Infos zu den Klonen und Star Wars The Bad Batch verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und nun genug des Vorgespräches. Wir starten jetzt direkt in den Trailer, der uns übrigens sehr gut gefallen hat. Die ersten 20 Sekunden des zweiminütigen Trailers starten wir mit einer Verfolgungsjagd. Die Parallele zum Trailer der zweiten Staffel ist zu erkennen. Nur wird das Bad Batch nicht von Krabben, sondern vom Imperium verfolgt. Die TK-Truppler im Besitz von Kanonenbooten sind dabei, das Bad Batch in Schwierigkeiten zu bringen, denn so langsam wird die Straße knapp. Ja, was soll man sagen, das Bad Batch hat ein Talent, sich vom Imperium entdecken zu lassen. Auch die TK-Truppler werden ihren späteren Vorbildern, den imperialen Stormtroopern, gerecht und gehen in Rekordzeit drauf. Sie nutzen immerhin noch die DC-Klonblaster und nicht das typische Sturmtrupplergewehr E11. Und naja, da machen wir auch wieder eine Bekanntschaft, auf die wir hätten wirklich verzichten können. Unser liebster Piratencharakter Fee, deren Namen wir gerade noch einmal googeln mussten, weil wir sie verdrängt hatten, ist zurückgekehrt und befreit die Schadencharge aus der Klemme. Sie kennen wir schon aus den unserer Meinung nach schwächeren Folgen der letzten Staffel. Sie war eine Freundin von Sid und mit dem Bad Batch verbunden. Vermutlich hat sie ein Interesse, das Bad Batch zu retten. Insbesondere ihre Beziehung zu Omega könnte hierbei eine Motivation sein, warum sie den Klonen hilft. Die Animationen im Trailer sind wie gewohnt sehr gut und es ist cool, den Turbotank bzw. Juggernaut zu sehen. Doch dann sehen wir endlich, was wir sehen wollen. Ein Schiff nimmt Kurs auf das Herz des Imperiums, Coruscant. Und naja, wäre das nicht genug, hören wir die Stimme unseres Kindheitsheldens Captain Rex. Er ist zurück. Er legt seine Annahme dar und dachte, dass das Ende des Krieges ein Ende des Verlustes von noch mehr seiner Brüder zur Folge hätte. Hiermit lag der Captain AD offenbar falsch. Sein Pauldon scheint er mittlerweile auch abgelegt zu haben und wir nähern uns mit diesem Schritt der Star Wars Rebels Erscheinung. Auch scheint er seine Zeit genutzt zu haben. Seine Rüstung sieht deutlich sauberer aus als in Clone Wars oder der Staffel zuvor. Vielleicht liegt es an den schlechten Lichtbedingungen. Doch unser Eindruck bestätigt sich später. Gerade seine linke Schulter wirkt sehr clean. Wir sehen kurz den Planeten Teth. Das ist ein Rückbezug auf die ersten Clone Wars Produkte. Das Kloster, in dem wir schon einmal die Rettung von Jabbas Sohn Rotta mit ansehen durften. Was das Batch wirklich dahin führt, steht noch in den Sternen. Es macht uns auf jeden Fall neugierig. Blende erinnert uns noch einmal an den schmerzlichen Verlust von Tech. Ob er wirklich tot ist, sei einmal dahingestellt. Denn Star Wars zeigt uns immer wieder, wenn man die Leiche nicht sieht, dann ist noch alles drin. Ruhe in Frieden, Meister Qui-Gon. Rex gesteht sich seinen Irrtum ein, aber auch, dass man nicht tatenlos dabei zusehen könne. Unterdessen demonstriert das Imperium seine Schreckensherrschaft auf einem unbekannten Planeten. Genau das ist es, was der Captain uns sagen möchte. Das war der eigentliche Zweck der Klone. Die Bevölkerung der Welten der Galaxis zu schützen und nun ist es das Imperium, das den Terror ausruft. Dagegen muss etwas unternommen werden. Daraufhin befinden wir uns aller Wahrscheinlichkeit nach auf Mount Tantis in der Einrichtung von Dr. Hemlock. Die kleine Omega befindet sich in Gefangenschaft und wird von ihren großen Brüdern, in dem Fall Republic Commandos, begleitet. Spätere Szenen darauf zeigen uns, dass sie vermutlich untersucht wird. Sie scheint immer noch von großem Interesse für Hemlock zu sein. Wir sind gespannt, was mit ihr passiert und fragen uns wirklich, wie viel Raum ihre Rettung in der finalen Staffel einnehmen wird. Denn parallel dazu benötigen wir schließlich noch immer die Klonrebellion. Omega scheint immerhin für einen kurzen Moment mit Crosshair vereint zu sein. Sein Gesichtsausdruck ist ein Spiegel dessen, was sich in der Basis abspielen muss. Wie wir wissen, werden die Klonversuche unter widrigen und unwürdigen Bedingungen durchgeführt. Vielleicht aber auch bereut Crosshair seine Taten und ist nunmehr einsichtig darüber, dass er sich für die falsche Seite entschieden hat. Das alles wird uns die Staffel dann mit Sicherheit zeigen. Emery Carr betreut Omega noch immer und unterstützt Hemlock bei seinen Versuchen. Ob die beiden Schwestern auch noch Freundinnen werden, sei einmal dahingestellt. Fest steht, Omega hat lange auf die Clone Force gewartet und hofft auf die Rettung, eigentlich wie damals schon auf Kamino. Die Mission der Kloneinheit ist noch nicht vorüber und das Bad Batch wird mit Sicherheit auch mit anderen Missionen beschäftigt sein. Die dritte Staffel wird sich damit mit Sicherheit treu bleiben.
Wir hoffen allerdings, dass solche Dinge wie im darauffolgenden Shot zu sehen sind. Palpatine samt seiner imperialen Ehrengarde ist auf Mount Tantis gelandet. Die TK-Truppler bilden dabei den größten Teil seines Begrüßungskomitees. Allerdings stehen an vorderster Front Republic-Kommandos mit dem deaktivierten Helmvisier, das sich von denen, die sich hinter Palpatine befinden, unterscheidet. Dort sind sie blau und einsatzbereit. Hemlock und Nala Se sind auch mit dabei. Palpatine könnte eine Art Kontrolle oder Inspektion durchführen, wie die Forschungsarbeiten auf seinem geliebten Hügel verlaufen. Hoffentlich zufriedenstellend, denn wir wissen ja, der Imperator verzeiht nicht so leicht, wie Vader es tut. Es gibt nichts Wichtigeres als den Fortbestand des Imperiums. In Hinblick darauf könnte er auch seinen eigenen Fortbestand meinen. Und das wird vermutlich auch so sein. Denn das ist das, worauf Palpatine immer aus war. Ewiges Leben und genau diese Klonbasis könnte ihm das unter Umständen ermöglichen. Was immer dafür nötig ist, sollst du haben, fährt er fort. Er meint vermutlich Hemlock. Der Imperator garantiert ihm damit quasi unendliche Ressourcen. Währenddessen sieht man auch noch einen Krieger der Wahrheit, dessen Rüstung wir auch in der letzten Staffel sehen durften, als Senatorin Chuchi in Bedrängnis war. Wir sehen verschiedene Ausschnitte aus Missionen, die das Bad Batch meistern muss, darunter ebenfalls den Turbotank vom Beginn. Eine Person, mit Sicherheit ein Klon mit dem Namen CX-1, sagt unterdessen, sie kommen. Wir erinnern uns gerade zurück, der Krieger der Wahrheit. Er hatte sich bereits selbst getötet. Das war CX-980. CX-1 könnte ihr Anführer sein oder der Beste unter ihnen. Ihn sehen wir auch noch kurz einen Moment später. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Fennec Shand und Cad Bane sind auch noch dabei und scheinen irgendeine Rolle zu spielen. Ob sie noch auf das Bad Batch angesetzt sind? Naja, Omega ist ja nun beim Imperium, vielleicht ein anderer Auftraggeber. Und dann, als CX-1 kurz gezeigt wird, sehen wir nun auch Commander Wolf mit ein paar Klonen. An alle 104. Fans, da habt ihr ihn endlich. Der Filoni hätte doch wohl nicht seine liebste Kloneinheit vergessen. Vielleicht sind das hinter ihm sogar auch Klone aus seiner Einheit, die aufgrund der Angleichung der Rüstung von ihrer individuellen Art zurücktreten mussten. Wichtig anzumerken ist hierbei auch, dass Commander Wolf immer noch Teil des Imperiums ist. Aus Star Wars Rebels wissen wir, dass er dort keinen Inhibitor-Chip mehr hat. Captain Rex oder die Kloneinheit 99 muss ihn also noch retten. Ein Soldat der Green Company, Rex ohne Poltron mit seiner neueren, alten Rüstung sowie Echo und Omega werden uns kurz gezeigt. Echo ist mit Sicherheit für die Rettung Omegas gemeinsam mit Rex zurückgekehrt. Alles zielt ab auf einen letzten Kampf und dann freuen wir uns schon auf zwei neue Klone. Oder doch nur einer? Der im Vordergrund könnte eventuell Captain Hauser sein. Doch hat er seine Rüstung massiv verändert und auch die Bemalung sowie Ausrüstung verändert. Im Hintergrund ein rötlich scheinender Klon. Die Beleuchtung macht es uns hier schwierig, eine genaue Aussage zu treffen. Doch so oder so eine coole Szene. Der Ernst scheint alle Klone erreicht zu haben. Hoffentlich kämpfen sie für eine gemeinsame Sache. Und nach ein paar kurzen Action-Szenen passiert etwas wahrlich Unerwartetes. Die Attentäterin des Grafen von Serenno ist zurück. Asai Ventress ist nun endlich auferstanden. Doch stopp! Sie ist doch tot. Genau genommen ist sie im Buch Dark Disciple, welches zwischen Episode 2 und 3 gespielt hat, gestorben. Ruhe in Frieden, Meister Qui-Gon. Spaß beiseite, wie kann sie jetzt zurückgekehrt sein? Ist das so ein Ding wie bei Kanan Jarrus am Anfang der ersten Staffel von Bad Batch? Tatsächlich nein. Von offizieller Seite, und zwar von Brad Rau, dem Supervisor Director und Executive Producer der Serie, heißt es, dass Ventress Geschichten in Ehren gehalten werden. Er wird sogar explizit und sagt, dass die Ereignisse aus Bad Batch mit jenen Geschichten in Dark Disciple in Einklang zu bringen sind. Er will natürlich nicht spoilern. Wie wollen sie das bloß machen? Ein Flashback? Eine Zeitreise? Um mal ganz abgefahren zu sein, die Welt zwischen den Welten? Ein weiterer interessanter Ansatz wäre natürlich Ventress' Herkunft. Sie ist vom Planeten Dathomir. Dabei ist es möglicherweise denkbar, dass sie durch irgendeine Art Zauber zum Leben erwacht ist. Inwieweit das möglich ist, das kann nur die Story selbst beantworten, denn Mutter Talzin ist ja eigentlich schon lange tot. Grievous tötete sie mit seinen Lichtschwertern. Doch ob sie wirklich tot ist und was der Tod bei den Schwestern der Nacht bedeutet, das hat deutlich mehr Interpretationsspielraum, als es bei anderen Lebensformen der Fall ist. Wir haben keine Ahnung, doch finden wir die Entscheidung, Ventress zurückzubringen, eigentlich ganz cool und wir sind sehr gespannt, was mit ihr gemacht wird. Sie kommt auch noch einmal zu Wort und sagt, dass sie nicht geplant habe, sie zu töten, aber dass es sehr verführerisch sei. Wen sie mit sie meint?
Das Bad Batch? Vermutlich eher nicht, auch wenn der Trailer dies suggerieren möchte. Ventress ist zweifellos ein cooler Charakter und der Abgang im Buch war dann vielleicht doch etwas zu unauffällig für die gefallene Sith-Attentäterin. Wir fanden den Trailer bisher sehr gut und hoffen, dass die dritte Staffel einen Fokus auf die wichtigen Kernhandlungen setzen wird. Wie seht ihr das? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr keine Videos zu Bad Batch verpassen wollt. Hashtag 212. Gemeinsam sind wir stark.